Geil. Ich glaube, das glaubt wirklich keiner. Also, ich rufe bei Ducati Rosenberg, by the way, Link in der Videobeschreibung, in Graz an und sage, hey, servus, ich bin gerade auf der Durchreise. Wie sieht's aus? Letztes Jahr war ich schon da und ihr habt mir ein Update aufgespielt. Damals haben die Nebelscheinwerfer echt noch nicht funktioniert mit dem Auslieferungszustand des Mopeds und der Software. Genau, ich bin dieses Jahr wieder da und es gibt ja das große Update. Habt ihr vielleicht Zeit und könnt es mir einfach draufspielen? Ja, wann würdest du denn vorbeikommen wollen? Ja, in 90 Minuten vielleicht? Du hast dein Glück, es passt. Also, brillant. Ich, meine erste Ausfahrt, 17, also die erste echte Ausfahrt, nicht nur ein bisschen rumfahren. 17 Grad, wunderschön. Wir fahren nach Graz, wir lassen das Update flashen. Ich bin sehr gespannt. Geil, gute Fahrt, schöne Eindrücke hier aus der Heimat. Oh Mann, ist das ein schönes Gefühl. Auf geht's. Ist wirklich ein Traum. Überall so schöne Kirschen, überall. Sie duften. Und wir sind hier übrigens gerade in Frohnleiten. Sehr gemütliches kleines Örtchen und sehr schön. Was mir auch schon aufgefallen ist, es gibt viele Verschmutzungen aktuell. Also die Straße hier ist noch an vielen Stellen, gibt es Baustelle und irgendwas anderes wird gearbeitet. Aber ja, wir gehen sie auch richtig piano an, also perfekt. Ist auch sehr genial für mich. Früher bin ich regelmäßig die Strecke, die Landstraße von Kapfenberg nach Graz gefahren. Da hat es noch gar keine Autobahn gegeben. Aber heutzutage, Mann, wieder ein super moderner Bahnhof. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Yep. Ist echt verrückt. Der Bahnhof in München kommt dann immer so Substandard vor, wenn man irgendwelche kleinen Provinzbahnhöfe in Österreich anschaut. Der Wahnsinn! Aber ja, jetzt wird mal genossen! Thank you.
dieser Moment, wenn du alte Leute von der Bosnian Rally triffst. Da, Basti, Grüßchen raus. Hab mich echt riesig gefreut auf diesen Talk. Und man dir währenddessen gleich sagt, deine Vordergabel ist undicht. Uncool. Aber man sieht hier. Sie sifft leider. Ziemlich beschissen. Jetzt noch einen anderen Kollegen besuchen? Ich muss mich beeilen. Der Tag ist kurz. Ciao, bis gleich. Ach ja, und ihr glaubt es nicht. Nicht, dass es jetzt perfekt funktioniert. Aber, seht ihr das? Es gibt eine Karte. Und ich verlasse mich wieder mal darauf, dass sie auch da bleibt. Also drückt mir die Daumen, dass das Update, das ich schon drauf habe, auch funktioniert. Und ich jetzt 50 Minuten zum Ziel navigieren kann. Weil ich habe Hunger und dort gibt es was zu essen.
Meine Güte! Ist das eine geile Aussichtsplattform? Für uns muss das genügen. Gar nicht. Die Ducati Connect-Verbindung ist noch immer aktiv. Mann, 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 Mann. Da könnte echt was funktionieren. Steiermark. Da kommen wir her. Da wie hier. Schauen wir mal, ob jemand zu Hause ist. Ich habe so eine Vermutung, weil ich so viele Anrufe reinbekommen habe, dass hier eh niemand zu Hause ist. Also schauen wir mal. Oh nein! Und jetzt habe ich mich gefreut. Und ich habe die Last Mile, Alter. Nein! Verdammte Scheiße! Ja. Das war. Hey! Oh! Immerhin! Immerhin! Mann, Alter, du wohnst hier im Moped-Paradies und du hast eine wahnsinnig geile Sonne. Ich hab gedacht, du kommst noch später, weil da bin ich, muss ich nämlich rausgehen. Ja, grüß dich. Bin ich nicht mehr daheim, Alter, alles perfekt. Winke einfach in die Kamera und sag, ist mein Haus. Hello. Voll geil. So lässt sich's leben. Voll geil hier, darf ich vorstellen, Martin, der Enduro-Gott. No. Von der Bosnian Rally. Hallo. War mir ein Volksfest. Wir sind hier kurz in Stubenberg am See und er hat hier ein traumhaftes Häuschen und alles Gute für 2022. Gute Fahrt. Danke vielmals. Adios, amigos. Oh yeah, war das nett und herzlich. Ist doch immer wieder der Hit.
gute neue Freunde zu treffen. Deshalb, Robert, du wirst dir jetzt denken, Scheiße, ich hab den Mike verpasst, und genau so ist es. Man sieht sich das nächste Mal. Oh, du darfst gut. Und ihr seht, Ducati Connect funktioniert. Das ist doch echt der Hit. Kann ich glauben. Schauen wir mal. Beim letzten Mal hat er die Verbindung automatisch wieder aufgebaut. Kriegt er das nochmal hin? Ah. Geil. Schaut euch mal diesen Spritpreis an. Ist das der Hit? Mann, war das eine geile Fahrt. Noch über die Fischbacher Alpen. Ah. Hat genau gepasst. Jetzt hier hat es noch 18 Grad. Genau, wir waren zwischen noch kurz auf 11 runter. Aber ja, war gut aufzubrechen, solange die Sonne noch ein bisschen da ist. Weil jetzt 20:39, ich habe bis 21 Uhr geplant, da zu sein, ein bisschen schneller anzukommen, schadet doch nie. Ah, by the way, ich glaube, es klappt nicht. Schön. Ja. Einmal gucken, wie du die GoPro befestigt hast. Absolut, voll gerne. Ist das geklebt, oder? Das Pad wird drauf geklebt, genau. Okay. Und dann, was relativ geil ist, hier ist so ein Kugelgelenk, dann kannst du sie noch ein bisschen einrichten. Bewegen. Genau. Alles klar. Aber hält bis 260. Deutschland darf man. Ich habe auch überlegt, ob ich mir jetzt eine hole, seit letztem Jahr. Cool. Eine K8. Ist das deiner oder fährst du mit dem? Das war das Firmenfahrzeug und privat fahre ich eine KTM 98 Duke. Geil. Du kannst dir gerne merken, Mike on Tour, ich mache YouTube-Videos auch. Dann machst du YouTube-Videos. Tatsächlich, genau. Ich hatte eigentlich nur vor, welche für mich zu machen, um einfach mal zu gucken, okay, im Nachhinein, total, wie fahre ich eigentlich so ein bisschen. Schaut mal eigentlich nie an. So habe ich auch mal angefangen vor langer Zeit. Ja. Und ja, mit dem Moped bin ich ein bisschen auf gemütlicher in der Theorie gegangen, weil man ein bisschen mehr cruisen kann damit, ohne dauernd auf Schub zu sein. Mhm. Und ja, deshalb habe ich mir gedacht, so ein bisschen Reisevloggen, so in die Richtung. Na, ich habe mir gesagt, bergauf, bergunter, Spaß haben und viel lange Fahrten habe ich mit dem Auto. Okay, also, cool. Mir so. Weil mit der KTM, mit Naked Bike, hast du keinen Bock, lange Fahrten zu machen. Ich sagte, okay, Graz, Passau, oder hatte ich Schnauze voll, weil ich gesagt habe, okay, man merkt es ein bisschen im Rücken. Oder ist weniger das Tourenbike als ein Naked Bike, ganz klar. Aber Kurven, geil. Ich bin knapp 100.000 Kilometer Naked Bike gefahren. Ja. Auch viele lange Strecken hat mir immer riesen Freude gemacht. Aber klar, man muss einfach Bock drauf haben. Ich habe es immer ein bisschen als Workout gesehen, weil du weißt schon, du haltest dich fest. Bei mir ist natürlich, meldet sich der Rücken ein bisschen früher oder sowas, aber ja, es hat einfach. Ja, Mann, wenn man es liebt, liebt man es. Oder halt jeder, worauf er Bock hat. Alles klar, was? Dir, gute Fahrt, ne? Danke vielmals, ebenso immer. Ciao. Das wäre zu schön gewesen, wenn es einfach klappt. Ja, der zweite Versuch. Der klappt dann auch. Besser als keiner.
Also, nach dem Connection-Aufbau oder nach der Tankstelle einmal beenden, einmal wieder manuell starten, dann ist es da. Aber es ist da. Das ist doch ein Traum. Besser könnte es nicht laufen. Ah ja. Und wenn ihr mal in die Steiermark kommt, kommt nach Kapfenberg, ist ein wunderschönes Plätzchen hier. Echt, fällt mir immer wieder auf. Mann, einfach alles traumhaft hier. War das eine geile Fahrt, ah ja. Dass ich Sprit für 1,69 als großartig bezeichne, ist ein anderes Ding, aber aktuell, wenn wir 2,30 in München haben, dann ist es doch großartig. Juhu! Yeah! Feiern diese geile Saison, wie sehr freue ich mich. Echt so ein hammergeiles Moped. Hat richtig gute Dienste geleistet heute wieder. Wir fahren wieder eins, richtig schön gecruised. Deshalb, wir sehen uns morgen mit einem kleinen Update und weiteren Infos.